Hallo und herzlich willkommen zurück zu Saints Row 4. Hi Kirby. Hallo, Fluri. Und weiter geht's. Jawohl. Mein Koop-Spieler muss die Pause beenden, Ja, genau. habe ich. So, wir müssen So. uns jetzt mit dem Feuerblast ausrüsten. Den müssen wir hier erstmal finden. Oder gibt's den schon im Menü? Ne. Ja, ich habe einfach Doppelklick nach links gemacht auf dem Steuerkreuz. Dann hatte ich den. Ah, okay. Alles Now klar. use your fire blast on those people. It will ignite anyone in the blast radius. Chipped a nail. This would be great. Oh, sehr cool. Irgendwie ist der noch geiler als das Eis-Ding. Ja, der macht mehr. macht mehr Chaos. Aber man kann sich selber anzünden, habe ich gerade gemerkt. Also ich kann dich jetzt anzünden, wenn ich auf dich feuere, oder wie? Nee, geht nicht. Nee, aber wenn man durch die Flammen läuft, dann ist man. Dann steht man in Flammen. Ja, Feuer mögen die nicht, so wie es aussieht. Now I will let you continue on your quest to find me the body you promised. So, haben wir jetzt beide Kräfte. Kraftelement-Training geschafft. Jawohl. Wir hatten auch, glaube ich, noch Punkte verwahrt, ne, bei Kräften. Also ich habe da, glaube ich, 5, wenn es jetzt keine neuen Punkte gab. 5 übrig. Ja, stimmt. Also, Bereich dabei sind oder sowas, ne? Ne, Blastaufladung, genau. Genau, ja. Entfessle die Pyromanie und lass das Höllenfeuer auf deine Gegner regnen. Yeah! Yeah. Sehr cool. Doppelt nach links und dann hat man. Cool. Gut, dann gibt es wahrscheinlich ein Missionsupdate jetzt. Ja, neue Aufgabe. Schauen wir mit den Kräften. Gleich mal rein. Geist in der Maschine wäre die nächste Hauptmission, aber dann machen wir jetzt eine Nebenaufgabe. Ja. Spiel mit den Kräften, okay. Triff dich mit Kinsey auf dem Schiff. Sollen wir das machen? Oder erstmal die ältere da? Ich glaube, Anna hat nur das Oder die andere, ja. Wir schon länger. Okay, dann mache ich das. Du erinnerst dich doch an das erste Jahr im Camp David, oder dieses Mal besteht nicht die Gefahr der Amtsenthebung. Verübe ein Attentat auf das feindselige Programm. Oh, ich glaube, da wirst du ja bestimmt wieder so einen Turm hochklettern, oder? Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Ja. Achso, ich wollte noch gucken, ob man die Kräfte jetzt schon verbessern kann, also das Feuerelement. Upgrades. Da habe ich nur 5 übrig. Blast Feuer. Nee, da gibt's noch gar keine Upgrades dafür. Blast Element Feuer. Ja, das haben wir automatisch. Ja, genau. Man kann immer nur eins ausrüsten. So wie es aussieht. War das nur im Probe-Modus so, dass mit dem Doppelklick man die wechseln konnte? Nee, ich denke, das geht immer, aber halt aktiv hat man immer nur eins. Ja, okay. Also so wie es hier aussieht, ich habe gerade eben gewechselt über das Menü und dann war nur eins ausgewählt, nicht beide. Also nehme ich jetzt mal das Eis wieder. Das hat mehr Power momentan. Zielperson. Okay, töte das Ziel. Ich nehme mir das rechts vor. Einer davon wird ja wieder ein Lockvogel sein. Oder? Ich denke schon. Ah, ich wollte überfahren. So. War es nicht, den ich hier gerade hatte? Der scheint irgendwo ganz oben zu sein, auf dem Dach. Von einem Hochhaus. So wie das aussieht. Ja. Irgendwo hier. Ne, jetzt ist er wieder unten, oder was? Ah, hier, okay. Oh, der hat auch super Kräfte. Und weg. Oh Mann, ich habe gar keine Waffe. Jetzt passt's. Okay, was haben wir denn da für Punkte auf der Map? Ich drücke immer die falschen Tasten, nicht? K
Karte. Schauen wir mal da drüben. Irgendwas Orangenes. Das. Wow. Das kenne ich noch gar nicht. Hat es irgendeinen orangenen Punkt auf der Map? Ah, das ist wieder so ein Trainingsprogramm oder Sicherheitsprogramm. Kommando Sid töten. Jetzt, ich hab's getötet. Ach so. Ach, ich war gerade auf der großen Karte. Okay. So, was jetzt? War das gerade schon die Quest? Das war's schon, ja. Schon fertig. Jetzt könnte man noch beseitige die Sintruppe. Das sind wieder 3 Punkte, ne, bei der Quest. Bei mir steht es aber auch noch als aktiv. Oh. Dieses Attentat. Oh, okay, dann müsstest du da vielleicht noch was machen. Okay, ich lock das nochmal. Ja, bei mir ist durchgestrichen. Ziel eliminiert, Ziel erreicht. Okay, jetzt passt es für mich auch. Das Update hat nur eine Weile gebraucht. Gut, dann das nächste. Beseitige die Sintruppen. Okay. Ja, passt. Ich bin in Unruhe hergekommen. Burn, bitches. No way to fight a lady. We can dance. Komm hoch, ich komm hoch. Mann, die haben ja gar keine Chance. Unten läuft noch einer rum. That's it. Okay, dann gleich die dritte Aufgabe. When you're the head of state, you set your own rules. And this simulation is the same way. Damit dauert es irgendwie länger, bis die Updates kommen. Und Anordnung des Präsidenten bricht die Regeln der Realität. Ah, oh, verdammt. Ich jag hier gerade so eine goldene Kugel, aber die entwischt mir immer. Ja, die sind ganz schön schnell. Komm mal. Ja, gefangen. Bam. Sehr schön. Ich bin natürlich wieder im Wasser gelandet. Bin auf der richtigen Seite, ja. Zum Glück. Ja, ich auch. Nee, doch nicht. Ach, cool. 2 Etagen hier in dem Hafen. Sehr gut. Schwenger. Was ist denn hier eine Brücke? Jetzt bin ich doch noch ins Wasser. Ja, ohne geht's auch nicht. Es muss sein. Ja. So, 300 Meter noch. Ich hab noch 600. Spiele im Verkehr, was auch immer das bedeutet. Ja, das spielt bei mir auch. Ich nehme noch hier kurz die Datenansammlung mit. Woohoo! Ja, das hat mich auch gerade gewundert, warum die nicht gespeichert sind. Wir hatten ja über 50, glaube ich. Ja. Betrug. Das heißt, wir müssen uns wieder vor Autos schmeißen oder sowas. Adrenalin, ja, Puppenflug. Okay, erstmal davor. In den Bereich und dann sich umfahren lassen. So. Also ich bin in einem Bonusbereich. Boing. Oh. Ach, LTRT, ich drücke immer die falschen Tasten. Mein Gott. Ich habe immer noch die Playstation-Steuerung. Ne? Ja, die Schultertasten unten. Ja. Komm, mehr Autos. Ich brauche Autos. Nein, ich fall einfach so um. Jetzt, es gibt auch ein paar Punkte. Das ist aber auch ein ganz schön kleiner Bereich, ne? Muss man hier wirklich drin bleiben? Wow, fuck. Ja, eigentlich schon, ne? Oh, 14.000 für den Sprung. 16.000. Das hat sogar gezählt. Man muss einfach nur in dem Bereich dann halt mit einem Supersprung mal in die Luft und dann beide Tasten drücken. Dann gibt es schöne Punkte. Das sieht ja geil aus. Insane in the membrane. Okay, Puppenflug. Ja, das war. Steuern in der Luft. Rekord. Oh, ich lande im Wasser. Boing, was für ein Megasprung. Letzter Treffer, null Credits. Na, ganz toll. Jetzt bin ich natürlich wieder auf der falschen Seite. Prima. Aber die Aufgabe geht eine Weile. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, es ist, aber man kriegt auch nicht so viele Punkte. Wow.
Wo geht's denn hier hin, Mensch? Ich hab mich verlaufen, so wie es aussieht. Kann ich sehen, du musst ganz weit weg. 100 ja. Meter. Du musst über die Brücke drüber, die links gehen. Okay. Ja, jetzt bin ich oben, alles klar. Yeah, aber wir brauchen 360, noch 260, mehr als 260. Ja, was tue ich denn? Ich muss vorher abspringen. Ja. $15,000, $16,000. Okay, wieder zurück. Ui. Ich bin gegen. Ui, ui, ui. Voll gegen Brückenpfeiler geknallt. Ja, das muss ja extra Punkte geben. Hier war Blutspritzer gebracht. Doing, doing, oh Mann. Und wieder im Wasser und wieder null wahrscheinlich dann. Ne, 14.000 gibt's. Ich bin aber weit okay. Weg auf einmal. Naja, irgendwie langweilt diese Aufgabe. Ja, nach der Zeit schon, ne? Am Anfang dachte ich noch, das ist ja voll lustig. Komm jetzt. Punkte, 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 Punkte. Dann hat man die Hälfte am Punkten. Das ist ja echt. Hier muss doch irgendwie noch eine Möglichkeit geben, dass man mehr kriegt. Ja, mit aufgeladenem Adrenalin. Ich hab jetzt 27.756. Und wieder zurückrennen. Oh, ich war schon im Bereich. Gar nicht gesehen. Und hoch und wieder. Durch die Luft. I hate the land. Durch die Luft schleudern lassen. Oh. Ja, das hält immer nur ganz kurz an. Komm schon, kann mich mal einer ein bisschen schocken hier. Oh je. So wird das nie was verflixt. Aber der Bereich ist weg, ne? Ich sehe gerade, der rote Kreis ist gar nicht mehr. Ja, es gibt noch zwei andere. Ach so, cool. Die anderen der blauen Punkte auf der Map. Deswegen krieg ich auch keine Punkte mehr, ich bin. Ich spring die ganze Zeit in den falschen Bereich. So, jetzt. Und gleich wieder den Puppenflug. Der fliegt halt ewig weit mit dem Supersprung. Komm, 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 komm. Boing. Jetzt wieder springen und fliegen. Ich habe sogar Adrenalin voll. Sehr gut. Das muss einige Punkte geben. Okay, 21.000. Bisschen was fehlt uns noch. Ich will das nicht nochmal machen. Jetzt haben wir nur noch einen Bereich. Okay. Also darüber. Passt. Wirst du in diesem Bonusbereich getroffen, so bekommst du zusätzliches Adrenalin. Ach so, das kann man also überall machen, aber da gibt es dann mehr Punkte. Ah, okay. Also muss das gar nicht in diesem Bereich. Ah, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Dann mache ich jetzt nochmal. Komm, 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 komm. Es fehlt nicht mehr viel. Come on, come on. Ja, ja, wir haben es. Also nach dem Sprung haben wir es auf jeden Fall. Ich habe jetzt 53.000.
67.000, 73.000. Ich muss aufhören, sonst läuft die Zeit ab. Jawohl, ja, 101.536. Auf den letzten Drücker noch geschafft. Sehr gut gemacht. Yeah. Okay. Aber muss kein zweites Mal sein. Nein. Okay, dann schaue ich gleich mal nach, ob wir vielleicht auch wieder ein paar Credits für die Kräfte haben. Ich würde gerne das Feuer ein bisschen verbessern. Schauen wir mal. Ich drücke immer die falschen Tasten. Ich lerne es einfach nicht. Also 7 habe ich jetzt verfügbar. 7? Hm. Upgrades. Ich habe auch 7, okay. Dann lassen wir das. Kräfte. Fähigkeiten. Bekanntheit, schnelleres Sinken. 13.000, das mache ich mal. Übernehmen. Was? Upgrades? Ja, bei den Kräfte-Upgrades. Fähigkeiten. Bekanntheit, schnelleres Sinken. Deine Bekanntheit sinkt etwas schneller. Wo ist denn das? Bei den Upgrades. Upgrades, dann ganz oben Fähigkeiten. Ah, Fähigkeiten. Und dann muss es da irgendwo in der Liste stehen. So, Schaden. Leichte Verringerung der Schäden durch Feuer. Das nehme ich mal. Schaden, Sprengwaffen. Ja, mal gucken, beim Kampf, was kann man da noch machen? Das habe ich alles gar nicht freigeschaltet, das ist ja weird. Also bei mir blinkt es auf, weil es gab ja gerade eben wieder. Ich habe nur Level. Gesundheit, was Neues, Pick-up-Wert und Vakuum. Hm. Ich möchte Erhöhung der Reichweite. Ja, Gesundheit brauche ich nicht. Wird überbewertet. Ja. Ich bin eher so okay. Der robuste Typ, ich brauche das nicht. Okay, sollen wir dann weitermachen, oder? Ja, ich habe gerade noch Bargeld abgehoben. Okay, dann geht die nächste Aufgabe, heißt schließe den Hotspot. Oh oh. Ich habe einen Freeze-Bildschirm. Oh nein, meine Verbindung zum Host wurde unterbrochen. Jo, mein Spiel okay. Ist abgebrochen. Dann war's das, aber sind auch 18 Minuten, passt ja. Perfektes Timing. Genau. Also, wir sehen uns im nächsten Teil, Freunde. Ciao.